Es ist genau die richtige Zeit für NRW Live Late Night. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und es wird auf jeden Fall sehr schön heute, unter anderem mit Klickblick, aber auch, weil es kulinarisch was Interessantes zu erzählen gibt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, Rosalie Wolf. Schön, dass du da bist. Und schön, dass du Sachen mitgebracht hast von deiner Firma namens Smile Food. Es ist eine Firma, die sich mit veganem Essen auseinandersetzt, beziehungsweise das an die Leute bringt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber wissen, wie lange bist du denn eigentlich schon Vegetarier bzw. Veganerin? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, danke. Ja, seit 12 Jahren, eigentlich jetzt seit 13 Jahren schon, nämlich kurz vor der Firmengründung. Das war auch der Grund, warum ich die Firma damals gegründet habe. Genau, also schon eine ganze Weile und ja. Also auch wenn es keiner glaubt, ich lebe immer noch Vegetarier, Veganer, leben und fühlen sich gut und ja. Was war damals der Auslöser? Warum bist du ein Vegetarier geworden? Also ich habe eine Reportage geguckt. Damals war irgendwie so BSE-Krise angesagt. Da gab es relativ viele Reportagen, auch mal irgendwie, wie die Tiere so ja zu dem werden, wie sie dann hinter im Supermarkt liegen. Mhm. Ja, also liegt ja nicht, die wachsen ja nicht im Supermarkt, die Wurst, sondern die kommt irgendwo her. Und das war mir irgendwie natürlich bewusst, aber man hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Die Reportage hat mir das nochmal ganz klar gezeigt. Und dann habe ich einfach von heute auf morgen aufgehört, Fleisch zu essen. Und hast du damals auch schon aufgehört, Eier und Milchprodukte zu essen? Nee, das war irgendwie noch ein bisschen längerer Weg. Das kam erst dann mit der Zeit. Und aber ich habe zum Beispiel, mochte ich noch nie Milch. Also es war jetzt nicht so groß. Eier fand ich dann schon ein bisschen schwieriger, aber und natürlich, wenn man unterwegs war. Also da gab es überhaupt keine Alternativen und einfach nur Salat ohne irgendwie Dressing ist halt schwierig. Mhm. Das war echt, unterwegs ist schwierig, zu Hause ist überhaupt gar kein Problem. Unterwegs vor allen Dingen vor 13 Jahren war es schwierig. Das war ja auch damals noch nicht so ein Trend. Also Vegetarier-Dasein vielleicht schon, aber so vegan zu essen nicht. Überhaupt nicht so. Ne? Deswegen hast du Smile Food quasi ins Leben gerufen. Was genau ist denn Smile Food? Ja, das ist ein Online-Shop. Also ist so damals so gestartet für vegane Produkte, weil mir hat es halt schon ein bisschen gefehlt. Also ich wollte, das war damals auch schon vegan. Oder war das auch vegetarisch? Das war schon immer vegan, okay. Genau. Damals hat mir einfach so ein bisschen, zum Beispiel so Gyros gefehlt, Bolognese, das mag ich, also esse ich heute immer noch, aber halt in veganer Form. Und ja, das war halt so das, wo ich gedacht habe, oh, ich würde gerne irgendwie mehr so auch herzhafte Sachen essen, also soll da einfach nur kein Tier drin sein. Und ja, das war dann so der Auslöser. Dann habe ich mich auf Produktsuche begeben und war ein sehr langer Weg, harter Weg. Und damals war es halt auch vegetarisch, war nicht Trend. Das war wirklich so, ich war so ein bisschen der Außenseiter und wurde echt belächelt. Auch so, Gott, was willst du machen irgendwie? Das kauft doch kein Mensch, aber ja. Mittlerweile hast du die Menschen des Besseren belehrt, denn das läuft super, deine Website Smile Food. Das habe ich jetzt mal hier aufgerufen auch. Ich gehe mal auf die Home, auf die Startseite, vegan und gut. Und da sieht man schon, wie das hier aufgeteilt ist. Da gibt es Sachen im Angebot, aufs Brot, für die Pfanne, vegane Wurst, Käse und Sahne, also eben nicht Käse und Sahne, Tofu und Seitan. Genau, Seitan ist eine Art von Tofu oder was ist genau, das? Genau, also aus Weizeneiweiß, so ein traditionelles Gericht. Okay, Süßes und dann Großpackungen und Sonstiges vor allen Dingen. Kann man hier zum Beispiel Pakete bestellen? Ab 49 Euro ist es auch, glaube ich, Kostenversand. Genau. Und da kann man halt für eine Woche oder für ein paar Wochen Sachen bestellen, die man zu Hause hat, um dann eben nicht da vor dem Kühlschrank zu stehen und zu sagen, was soll ich denn jetzt noch schnell veganes kochen? Ist es denn so, dass du das Gefühl hast, dass dein Freundeskreis sich verändert hat, seitdem du das machst? Ja, total. Also die helfen auch schon mal. Also auch auf Messen oder so, dann kommen schon mal ein paar Freunde mit und helfen. Und das ist immer ganz lustig. Also sie sind halt totaler Fan mittlerweile und standen eigentlich auch von Anfang an dann schon auch hinter mir. Also ich da auch irgendwie unterstütze. Und es ist halt sehr schön. Es hat sich schon gewandelt, ja. Aber sind denn alle deine Freunde Veganer oder hast du auch Fleischesser in deinem Freundeskreis? Ja, klar. Ja? Also ich bin auch total, also ich bin überhaupt nicht irgendwie so militant oder belehrend. Jeder kann essen, was er möchte. Ich biete halt einfach nur Alternativen und es reicht eigentlich nur zu sagen, ja, ich ernähre mich anders, dann kommen die Fragen schon automatisch. Ja, warum denn und wieso denn? Und das reicht eigentlich schon. Also wenn man einfach dann irgendwie erklärt, das ist einfach schon so schön und macht halt total viel Spaß, wenn dann die Leute doch einfach umdenken. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Ah, da gibt es mehrere. Ja, also Bolognese mag ich sehr gerne. Und wo hast du das dann gemacht? Aus Tofu? Aus Soja. Aus Soja, okay. Mhm. Mhm. Oder wir haben so Frikadellen, die mag ich sehr, sehr gerne. Die gibt es auch immer ganz gerne zum Abendbrot. Und
Ja, also ich mag viel auch Süßes und wir haben jetzt so einen veganen Kuchen im Glas kreiert. Der kommt da jeden Tag irgendwie auf den Tisch und ja. Also ich muss sagen, ich habe im Vorfeld ein paar Produkte zu Hause für zu Hause zum Ausprobieren bekommen von dir und ich habe die auch zu Hause ausprobiert, also bei meinen Kindern und bei meinem Mann und die waren total begeistert. Also meine Kinder haben es überhaupt nicht kapiert, dass es gar kein Fleisch ist. Was viele sagen ja auch so, ja, warum soll ich denn etwas essen, das so isst wie Fleisch, aber es ist halt wirklich so, wenn man halt nur vegetarisch oder vegan ist, dass es manchmal einem das halt fehlt und wenn man da eine Alternative hat, dann hilft das schon so ein bisschen diese Lust nach Fleisch zu überbrücken. Ich werde auf jeden Fall gleich mal Seppo oder Christopher oder beide einladen nach der Werbung und hier mal ein paar Sachen auszuprobieren und die dann einfach mal sagen können, was sie davon halten, wenn du das mitmachst. Na klar. Und dann werde ich auch noch dem Butzi in die Regie eine Frikadelle bringen und der soll dann, das ist nämlich wirklich, wenn er sagt, dass es gut ist, dann ist alles gut. Wir sind gleich wieder da auf jeden Fall und wenn ihr Fragen habt, dann natürlich gerne eine E-Mail schicken an emily@nrw.tv und ansonsten machen wir kurz Werbung und dann geht's hier weiter mit einer Verköstigung von leckeren Sachen von Smile Food. Dankeschön.